Der Ogerfeuertanz wird wöchentlich im Palast durchgeführt oder auch vorgestellt. Routine. Schritt nach vorne, warte. Schritt nach rechts, Schritt nach vorne, rechts, warte. Schritt nach vorne, links, links, warte. Schritt nach links. Und Queen Lizard Stakes to serve up the dance. Okay. Und dann gibt es noch die Reverse Step Forward. Wait, step right, wait a little, step forward right, wait a little, one. Okay. Armor Bonecraft. Warchief Bonecraft Armor. Und eine Schriftrolle. Wer kann das durchführen? Needs a Warchief Rest with the correct Bonecraft. Ah, hier steht's. Only fighters and rangers who possess the Headhunter trait can use the rest for Bonecraft Rituals. Okay, von hier aus komme ich nach da unten. Das bringt mir nichts. Ich komme aber nach da oben. Ich komme hier nach. Von hier aus würde ich nach da kommen, würde ich sagen. Ja, und von da aus komme ich dann wieder zu meinem blauen Kristall, um mich mal zu heilen. Ah, hier ist sogar das Bonkfahrzeug. Aber ich heile mich erstmal. Und dann gucken wir uns mal die Weste schnell an. Das sind alles Nachrichten. Das ist auch nicht das richtige Zeug. Nein. Nein. Ach, da sind das bei die beiden hier, die Bonecraft-Säcke. Also hier steht eine Ahnung aus einem gehörnten Schädel, einem Lizardfang, also eine Echsenkralle, noch eine Echsenkralle, Scavenger, also Scavenger-Zähne und einem Beasthorn. Dieses Ritual tut alle Waffenskills verbessern. Der höchste Skill bleibt derselbe und die anderen werden sich verbessern. Okay, das bringt mir jetzt gerade nicht viel, aber ich probiere es trotzdem einfach mal. Also, was steht hier? Bonecraft Armor Ritual, also Rüstungsritual. Dieses Grimoire kann benutzt werden, um ein Knochen. Handwerksritual durchzuführen. Wenn die korrekte Anordnung von Schädeln und Knochen in der Weste hinzugefügt werden, dann wird das Ritual, kann das Ritual vollzogen werden und der Träger kriegt die Boni. Je nachdem, welche Anordnung genutzt wurde. Und ich glaube, der Text bei den anderen Sachen. Nee, das ist neu. Kriegsherrn von Clans.
haben das Bonecrafting meistens einen Schritt weiter getrieben und haben die Überreste ihrer Feinde an ihrer Armor befestigt. So eine Praxis ist verpönt bei vielen über in den nördlichen Reichen, aber widerstrebt nicht den Geschmäckern der Clan-Warchiefs. Das Vorgehen oder die Praxis begann mit dem schrecklichen Massaker der Battle of Vale Depths. Die Anzahl der Toten war so groß und die Bedingungen waren so schlimm, dass die Überreste der Toten als Befestigungen, Sustains, das sagt mir jetzt gerade nichts, also Sustains und als Waffen genutzt werden, nachdem Pfeile und Äxte, Pfeile aufgebraucht waren und die Äxte stumpf. Es ist möglich, dass die negativen Blablabla-Einflüsse. Ich habe jetzt keine Lust mehr, das weiter vorzulesen. Ja gut, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Dafür brauche ich ein Horn Skull. Horn Skull. Lizard Fangs habe ich nur 2 Grad übrig. Scavenger Teams habe ich dafür ziemlich viele. Und ein Beasthorn. Habe ich doch jetzt Horn Skull. Lizard Fangs. Zwei Scavenger Thieves und ein Beasthorn. Brennery Sword Skill is rewarded. Ah ja, das geht dann dauerhaft. Cool. Hab mir jetzt leider nur nicht viel gebracht. Was machen so die anderen Grimore eigentlich? Ah ja, das hier macht meine Vitality höher. Je nachdem, ob ich healthy, energetic oder tough bin. Und das hier. Curseborn-Skull. Von denen habe ich nicht genug. Doch, von denen hätte ich genug. Aber wie gesagt, dafür bräuchte ich Fighters and Rogues. Also ihr müsst sich das geben. Weil das Ding Fighters and Rangers. Mages and Rangers. Ja. Gut. Dup-dup-dup. Ich bräuchte eigentlich eine Kiste oder irgendwas, wo ich die Sachen auch noch lassen könnte. Aber nee, ich schleppe das jetzt einfach mit mir mit. Und dann müssen wir hier wieder runter.
Genau. Tops, tops, tops. Bisschen Nahrung ist ja schon mal nichts Schlechtes. Ein paar Kräuter ist auch okay. Achso, ich kann keine Container irgendwo reinwerfen. Aber ich kann mal die ganzen Grimoire inklusive Beschreibung bei dir sammeln. Und dir noch eine Schweinshaxe in die Hand drücken. So, ich nehme mal an, da könnte ich mich zur Treppe chargen. Das will ich allerdings nicht. Da geht es nirgendwo hin, also kann ich mich nur zurückchargen. So, so viel dazu. Du bist immer noch überladen. Jung Mensch. Auf der einen Seite würde ich gerne sehen, was in dem Geiersgarten drin ist. Auf der anderen Seite bin ich neugierig, was in dem da geht's runter, da will ich nicht hin. Auf der anderen Seite bin ich neugierig, was in dem also hier geht's. Da geht's runter. Ich will da hoch. Nö. Nee, ich will hier hoch. Auf der anderen Seite bin ich neugierig, was in dem Storage-Schwurm ist und was die beiden Tasten gemacht haben. Oh ja. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich das oft genug benutze. So, noch zweimal müsste ich es benutzen, aber das spare ich mir jetzt mal auf. Also hier sehe ich absolut nicht, dass es was gemacht hat. Außer es hat hier was aufgemacht. Das könnte allerdings auch noch sein. Das ignoriere ich jetzt einfach mal. Gehe hier lang. So. Okay. Mein Stab ist nun gecharged.
Bin mal gespannt, was er jetzt machen kann. Okay, er kann böse Schaden machen.